Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und erstmal vielen Dank, dass das letzte Video, obwohl es ja nur ein Testvideo war, doch so gut bei euch angekommen ist. Das hätte ich nicht gedacht. Davon mal abgesehen, dass ich auch nicht gedacht hätte, dass das Video überhaupt hochlädt. Ich muss dazu sagen, das Video war, ich meine, ihr habt es ja selber gesehen, 6 Minuten lang und der Upload hat eine Dreiviertelstunde gedauert oder 50 Minuten mit Verarbeitung. Also könnt ihr euch vorstellen, wie lange das Video braucht zum Hochladen, wenn es über 10 Minuten ist. Darum will ich mich relativ kurz fassen, aber trotzdem versuchen, alles hier in dieses Video zu packen. Und bevor ich jetzt wieder Zeit verliere, geht es jetzt los. Ja, meine Lieben, wie ich ja in meinem letzten Video schon gesagt habe, ich bin schwanger. Und ganz, ganz viele haben gesagt, bitte, bitte mach ein Schwangerschaftsupdate. Ob ich das so regelmäßig machen kann, wie gesagt, weiß ich nicht. Ich denke, dafür ist meine Leitung einfach trotzdem zu schlecht, weil so häufig kann ich keine Videos hochladen. Irgendwie ist es ja auch total egal. Ich versuche so oft es geht. Und so oft braucht man denn auch kein Schwangerschaftsupdate machen, weil alle 4 Wochen würde ja reichen. Was nicht heißt, dass ich nur alle 4 Wochen versuchen will, ein Video zu drehen. Ich habe jetzt Urlaub diese Woche und ja, mal gucken, ob ich dann schaffe, wenigstens ein Video zu machen. Jetzt ist es ja schon mal ein guter Anfang. Also, ja, ich bin schwanger. Ja, es war gewollt. Ja, wir wissen, was es wird. Und ganz viele wollten wissen, war es geplant, wie geht es dir, was wird es, habt ihr schon einen Namen, wie weit bist du, blablub. Und ja, weil ich alles gar nicht bei Insta beantworten kann, habe ich gedacht, mache ich jetzt mal ein Video dazu. Ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit, ich muss nachher gleich los Christian abholen und momentan befinde ich mich in der 23. Schwangerschaftswoche, das heißt 22 plus 3. Und also ich bin jetzt wie gesagt halt im 6. Monat, mir geht es so eigentlich sehr, sehr gut. Ich muss auch sagen, ich hatte Gott sei Dank nicht mit Übelkeit zu tun, nichts mit Schwindel, wobei Schwindel habe ich ja so oder so hin und wieder mal, aber also nichts, was jetzt irgendwie von der Schwangerschaft ausging. Ich hatte die ersten 3 Monate nichts, ich hatte keinen Schwindel, ich musste nicht spucken, gar nichts eigentlich, Gott sei Dank. Schnell auf Holz klopfen. Und ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, dass ich schwanger war, beziehungsweise schwanger bin. Wir haben die Pille abgesetzt lasst mich lügen, ich meine Ende März. Wir wollten schon früher absetzen, aber ich hatte ja im Februar diese Gebärmutterhals-OP. Das heißt, da ich musste so ein bisschen warten, muss meine Pille zu Ende nehmen, blablabla. Und ja, dann haben wir Ende März die Pille abgesetzt und ja, 4 Wochen später war ich dann schwanger. Dass das so schnell geht, hätten wir auch nicht gedacht, weil die Ärzte meinte, ja, durch die OP muss ich das halt natürlich auch erstmal alles wieder so ein bisschen hinziehen und dann kann es schon sein, dass es ein bisschen länger dauert. Wir so, ja, gar kein Thema, wir sind ja jetzt gerade umgezogen in das Häuschen und wenn es nächstes Jahr im Sommer klappt, dann wäre es ja schon mal supi. Ja, hast du gedacht? Schwupp, 4 Wochen später war die Zündi schwanger. Erstmal war ich mega geschockt. Also ich habe den Test auf Toilette hier in der neuen Wohnung gemacht und schon beim Raufpinkeln schlug der Streifen um auf schwanger und ich dachte so, oh mein Gott, okay. Ich habe ihn trotzdem noch liegen gelassen und dann drauf geguckt und er stand immer noch schwanger. Und ich dachte, ach du Scheiße. Im ersten Moment war es nur so, oh mein Gott. Mir war heiß, mir war kalt. Ich habe sofort geheult, ich habe erst ein bisschen später geheult. Aber ja, es war so, obwohl ich ja wusste, ich kann jetzt jederzeit schwanger werden, als es dann soweit war, war ich total geschockt. Ich bin dann zu Christian gegangen, der hat hier gerade an der Treppe ein bisschen was gemacht. Ich habe mich auf die Treppe gesetzt, habe seine Hand genommen, habe seine Hand auf mein Herz gelegt und mein Herz ging echt so. Also ihr könnt euch das nicht vorstellen, es war der Oberkracher. Christian so, mein Gott, was ist los? Ist die schwindelig oder so? Weil ich habe das ja öfter mal. Und ich so, nee. Und er so, was denn? Und dann habe ich ihm den Test gezeigt und Christian auch nur so, er konnte gar nichts sagen, er hatte auch gleich Pipi-Augen. Naja, dann war für mich auch vorbei, dann musste ich so heulen und meine allererste Reaktion war, wo ich zu Christian gesagt habe, und jetzt? Unter Tränen? Also ich konnte mich wirklich irgendwie nicht freuen, Christian war total happy gleich. Wir sind dann erstmal runter, haben Maike angerufen, dass Maike mich überhaupt verstanden hat,
Ja, wundert mich, weil ich habe total geblatt am Telefon. Ich glaube, sie hat dann auch geheult. Dann haben wir zusammen geheult. Christian saß neben mir. Christian musste erstmal ein Bier dann trinken. Und ja, so war das. So habe ich ihm das erzählt. Und mitbekommen habe ich es. Ich war dann auch die Woche danach gleich beim Frauenarzt, um es bestätigen zu lassen. Und sie sagte so, ja, dann lass uns mal gucken, ob wir schon was sehen. Und ja, sie hat das Ding reingeschoben. Und dann hat sie gesagt, ach, ich sehe schon. Und ich so, okay. Naja, und dann war es halt bestätigt, dass ich halt definitiv schwanger bin. Ich war zu dem Zeitpunkt in der 5. oder 6. Woche, also relativ früh habe ich es doch mitbekommen. Und ja, ich muss allerdings sagen, 4 Tage lang konnte ich mich nicht freuen. Also wie gesagt, es war ja geplant, aber trotzdem, ich konnte mich trotzdem 4 Tage lang nicht freuen. Ich weiß nicht warum, ich war irgendwie geschockt. Ich wusste nicht, oh mein Gott, ist das jetzt das Richtige oder wie oder was oder wo. Jetzt hinterher sage ich, es gibt eh nie den richtigen Zeitpunkt. Und ja, ich denke, dass ich so schnell schwanger geworden bin, hat auch einen Grund. Also es soll wahrscheinlich alles so sein. Ich bin ja immer so ein bisschen so, dass ich daran glaube, dass halt das alles einen Grund hat, warum, wieso, weshalb etwas so schnell passiert. Und ja, so als dann so dieser erste Schock nach einer Woche ungefähr weg war, dann konnte ich mich dann halt auch freuen. Und ja, es war halt gar nicht so einfach, die 3 Monate das für sich zu behalten, weil wir haben gesagt, die 3 Monate behalten wir es auf jeden Fall für uns, haben wir auch. Wir haben es dann unserer Familie gesagt, also beziehungsweise nur unseren Eltern, es wussten wirklich nur meine Eltern, Maika und eine Arbeitskollegin von mir, weil ich wusste ja nicht, wie es mir gehen wird. Also von daher wollte ich schon, dass sie Bescheid weiß. Und ja, so war das. Die haben sich natürlich auch alle riesig gefreut. Mein Papa gleich so, oh mein Gott, wir werden alt. Ich sage, wenn du keine anderen Sorgen hast. Und ja, ansonsten war es das dazu. Ja, mir geht es, wie gesagt, in der ganzen Schwangerschaft eigentlich relativ gut. Ich hatte ganz am Anfang sofort mit dem Ischias zu tun. Keine Ahnung, ob das eine Kopfsache war oder sonstiges. Ich hatte so eine Schmerzen. Ich dachte so, oh mein Gott, jetzt schon. Ich dachte, das kommt erst, wenn man so rund ist und alles drückt und hier und da. Aber ja, wohl nicht. Ich muss sagen, das habe ich jetzt eigentlich erstmal wieder ganz gut überstanden. Ich habe zwar hin und wieder mal, dass es so zieht und sticht und ich denke so, what the fuck? Aber ansonsten ist eigentlich alles ganz gut. Ich war einmal zwischendurch beim Arzt, nicht zu meinem regulären Termin, sondern so einmal zwischendurch, weil ich teilweise so ein Ziehen im Unterleib hatte. Das waren wirklich Schmerzen, wo ich dachte so, oh Gott, ist das jetzt normal oder nicht? Oder ja, keine Ahnung, ich konnte es halt nicht so einordnen, habe mich dann auch so ein bisschen wuschig gemacht, bin dann zum Arzt gegangen. Maika hat immer gesagt, mach dir keine Platte, es ist alles okay, das ist normal und bla und so. Naja, aber ich habe es mir dann doch nochmal vom Arzt bestätigen lassen und ja, bei Maika hat er natürlich recht, weil Maika ist jetzt immer so mein Lexikon. Immer wenn ich irgendwas wissen möchte oder irgendwas unklar ist, schreibe ich erstmal Maika. Ich gehe wahrscheinlich damit schon tierisch auf den Sack, aber da muss sie jetzt halt durch. Ja, dann wollten ja auch ganz viele wissen, ob wir schon wissen, was es wird. Und ja, wir wissen es. Wir bekommen einen Jungen. Und das steht auch zu 90% fest. Also wir haben es bei der letzten Untersuchung, bei der Feinsohnung, hat man es wirklich gesehen. Also man konnte es eigentlich gar nicht übersehen. Sie hat gesagt, wissen Sie schon? Wir so, nein. Und dann hat sie gesagt, na, dann gucken wir mal. Und es war eigentlich so eindeutig. Also eindeutiger ging es eigentlich gar nicht. Und da war richtig so ein Bing, dieser Zippel halt zu sehen. Und ja, also bekommen wir halt einen Jungen. Wir wollten eigentlich beide ein Mädchen. Ich sag mal, grundsätzlich ist es immer egal, aber ich finde, jeder hat ja irgendwo so eine Tendenz und wir hätten halt schon gerne beide Mädchen gehabt. Allerdings muss ich sagen, hätten wir ein Mädchen bekommen, hätte ich klamottentechnisch, glaube ich, ein Problem bekommen. Also nicht ich, sondern das Kind. Unsere Tochter dann sozusagen. Das klingt immer noch so komisch. Aber es gibt ja wirklich so, so, so viel Rosa, gerade in diesem kleinen Alter. Und ich dachte so, oh mein Gott, und ich mag ja nun wirklich kein Rosa. Und ich dachte so, scheiße, was ziehst du dem Kind an? Naja, dementsprechend bin ich klamottentechnisch ganz froh, dass es ein Junge wird. Und ja, also Hauptsache ist nachher, wie gesagt, alles dran und gesund. Und Jungs sind auch cool, man kann sie cool anziehen. Und hier habe ich halt 2 Beschützer irgendwann hier und das ist auch toll. Ja. Das ist eigentlich das, was es, wie gesagt, dazu zu sagen gibt im Moment. Wie gesagt, ich bin jetzt halt im 6. Monat. Ich fahre jetzt gleich Christian abholen. Wir haben nämlich heute Abend keinen Termin, aber es ist so eine Besichtigung im Krankenhaus. Das ist immer jeden ersten Montag im Monat,
Und da ist halt so ein Informationsarm, da kann man sich alles angucken, die Kreissäle, pipapo. Und ja, das wollen wir dann auf jeden Fall mal machen und wir sind schon ganz gespannt, was da so auf uns zukommt. Und ja, das steht heute Abend noch an, ansonsten nichts weiter, Sammy watschelt hier lang. Und ja, wollte ich noch was sagen? Viele haben gefragt, ob wir schon einen Namen haben. Jein, also wir schwanken noch zwischen 3 bzw. 2 Namen. Müssen wir mal gucken, welches denn im Endeffekt wird. Aber ein Stück fest, es wird auf jeden Fall ein kurzer Name, nichts Modernes, also nicht so Justin oder so eine Kacke. Da stehen wir halt beide nicht drauf, also von daher wird es auf jeden Fall ein kurzer deutscher Name. Ja, meine Lieben, das war eigentlich das, was ich jetzt noch so sagen kann. Ihr könnt mir ja gerne mal darunter schreiben, was ihr halt sonst gerne noch so wissen möchtet, was halt jetzt meine Schwangerschaft angeht. Ich weiß nicht, ich habe jetzt noch nicht so viel gekauft, ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit. Ich versuche euch das jetzt aber gleich nochmal einmal zu zeigen. Und ja, das versuche ich mal einmal schnell zu holen. So, ich habe das jetzt mal schnell geholt. Alles, was wir gekauft haben, habe ich bei Ernstings Family gekauft, weil ich finde, die haben echt schöne Sachen. Und wir haben wirklich abgewartet bis zur Feinsohne, bis wir überhaupt irgendwas gekauft haben. Wir haben vorher keinen Schnuller, kein nichts, kein überhaupt gar nichts gekauft. Und ja, dann zeige ich euch mal einmal schnell das Erste, was wir gekauft haben, als wir erfahren haben, es wird ein Junge. Wir sind sofort rüber zu Ernstings. Es gab den Tag 20% und dann habe ich diesen süßen Pulli gekauft. Der ist jetzt natürlich nachher noch ein bisschen zu groß. Aber ja, das Baby kommt übrigens im Februar. 5. Februar ist der errechnete Termin. Wie gesagt, mal gucken, wann er dann kommt. Und ja, da habe ich diesen süßen Pulli gekauft. Ich stehe auf alles, was so Öhrchen hat, total geil. Hat so eine Flauschkapuze. Und ja, gab es bei Ernstings Family. Gekostet hat der 11,99 €. Dann auch dazu den Tag gekauft, als wir es halt erfahren haben, eine süße kleine dünne Mütze. Die ist auch viel zu groß, aber egal. Es war so, oh, ich muss jetzt irgendwas kaufen. Die sieht so aus, das ist so eine Bärchenmütze in beige. Ich liebe ja so beige, braun, grau. Und ja, die gab es dann auch noch für 4,99 €. Dazu habe ich noch ein passendes Tuch gekauft, aber irgendwie finde ich das jetzt gerade nicht. Ich weiß nicht, wo ich das Ding geschmissen habe. Dann auch bei Ernstings habe ich etwas gekauft. Ihr werdet sehen, es ist alles beige und bärchenlastig. Ja, bei uns, er heißt auch momentan noch Bärchi bei uns. Also, ja, solange er keinen Namen hat. Und ja, dann habe ich halt noch diesen Pulli gekauft. Er ist so süß, oh mein Gott. Und ja, der hat hier oben so kleine Holzknöpfe, auch mit einem kleinen Bärchen. Ist nicht zu dick, aber auch nicht so dünn. Und hat gekostet 17,99 €. Dazu gab es noch eine süße Jogginghose. Ich finde diese Hose so geil. Eigentlich habe ich es nur wegen der Hose gekauft. Und die sieht so aus. Ist sie nicht süß. Die ist so, ja, blau meliert und hat hier so kleine Patches auf die Knie genäht. Finde ich total süß mit diesem Gummizug und musste ich halt auch einfach mitnehmen. Dann habe ich einen kleinen Schlafstrampler gekauft. Ich finde, der sieht so ein bisschen aus wie ein kleiner Rennanzug. So sieht der aus. Mit so einem, das sieht alles so riesig aus in der Kamera, aber es ist gar nicht groß. Na gut, ich habe jetzt hier 56 gekauft. Ich mag es jetzt, wollte jetzt nicht so viele Sachen in 50 kaufen, weil viele auch gesagt haben, brauchst du halt nicht. Aber ja, dieser kleine graue, süße Anzug, Schlafanzug, den habe ich gekauft. Und der hat 8,99 € gekostet. Dann eine Hose, die auch von Ernstings ist. Das ist allerdings schon Größe 68. Die habe ich nicht gekauft, sondern die hat mein Wurmi hier vergessen, also der Lütte von Maika. Und er passt da jetzt eh nicht mehr rein, habe ich gleich gesagt, top, können wir ja gleich behalten. Und dann habe ich noch so ein kleines Schäfchen gekauft, das ist eine Spieluhr. Die lege ich immer abends auf meinen Bauch und streiche meinen Bauch und dann ja, quatsche ich ein bisschen mit ihm, erzähle ihm so, was passiert ist. Meistens labert Christian ihn aber auch mehr zu, weil es ist immer so süß, wenn Christian mit dem Bauch redet. Ich kann mich manchmal mal so weghauen. Und ja, wenn wir dann so fertig sind mit unseren Gesprächen, machen wir die Spieluhr an, legen die auf den Bauch und ja. Ja, meine Lieben, und das war's eigentlich soweit zu diesem Schwangerschaftsupdate. Ich werde euch jetzt einmal noch gleich meinen Bauch zeigen.
Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch soweit gefallen. Es war nicht zu sehr runtergerattert. Ich wusste jetzt auch nicht so viel, was ich zu erzählen wollte. Ich wollte es halt auch nicht zu lang und nicht zu kurz. Dadurch, dass das Hochladen einfach eine Weile dauert. Unser Laptop ist auch nicht mehr der beste. Ich glaube, der reißt auch bald den Arsch hoch. Und ja, ansonsten muss ich mich jetzt auch gleich anziehen. Muss den Papi abholen. Sammy ist auch schon ganz nervös und ja. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zusehen, auch für dieses ganze positive Feedback, obwohl ich ja so lange weg war. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, hoffe, hoffe so, dass das alles mit dem Hochladen jetzt klappt. Wenn es halt über Nacht, die ganze Nacht dauert, ist es egal. Hauptsache, dieses Video kommt online. Das wünsche ich mir sehr. Und ja, meine Lieben, dann hoffe ich, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, bleibt alle gesund, macht's gut. An alle Muttis da draußen, passt schön auf eure Murmeln auf. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, meine Lieben. Bis dann. Und das wäre dann jetzt im Moment mein Bauch. So sieht er von der Seite aus. So sieht er von vorne aus. Und ja, ich finde, es hält sich alles noch in Grenzen. Wie gesagt, ich bin jetzt in der 23. Schwangerschaftswoche, habe bisher 7 Kilo zugenommen und ja, das soll es dann erstmal gewesen sein. Wir verabschieden uns und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.